Bekanntes weit und breit, da gibt's viel schöne Mädchen und lauter brave
Stimmt, die kommt auch nicht heraus. Und stimmt, es fällt mir ein. Wo kann's denn schöner sein? Mein Haus dort im stillen Tal, sei mir gegrüßt, dir tausendmal, du liebe Heimat mein. Hier will ich stets verbunden sein. Hollali, hollaho, hollali, hollaho, in der Heimat ist es schön, da wird gar nicht drüber gehen. Hollali, hollaho. Ohne die ein solcher Verein nicht existieren könnte.
Ja, es lohnt sich zu feiern, denn in diesen ersten 10 Jahren wurde der Grundstein gelegt für das, was künftige Generationen weiterführen sollen. Wir ruhen uns also nicht aus, sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen und natürlich auch nach neuen Mitstreitern. Wir fragen uns, wie können wir noch mehr, besonders jüngere Menschen erreichen, das Erbe der Väter im Herzen zu behalten, dabei aber auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen zu lassen und das gemütliche Miteinander zu pflegen. Ich ende mit einem Zitat von Federico Fellini, ein italienischer Heimatforscher. Niemand darf seine Wurzeln vergessen. Sie sind Ursprung unseres Lebens. Solcher Veranstaltungen sicher nicht.
Und so kommen wir zu dem kühnen Ergebnis, wir gründen einen Heimatverein. Doch wie? Da in unserer Partnergemeinde Neukirchen ein solcher Verein bestand, stellten wir Kontakt zum dortigen Vereinsvorsitzenden her. Und im Herbst des genannten Jahres saßen wir bei Ulrich Papino zusammen mit dem mittlerweile verstorbenen Vorsitzenden des Neukirchener Heimat- und Verschönerungsvereins, Walter Glees, im Wohnzimmer und beratschlagen. Vor allem in rechtlichen Fragen der Vereinsgründung, aber auch mit Hinweisen für die Arbeit eines solchen Vereins halfen uns die Neukirchener bereitwillig. Bis tief in die Nacht dauerte das Gespräch, Bier und Wein flossen und allmählich formte sich uns das Bild für unseren zukünftigen Verein. Am 26.02.1994, also vorgestern, vor 10 Jahren, war es dann soweit. Einladungen waren verschickt, mit Interessierten war gesprochen, im Rathaussaal hier an dieser Stelle trafen wir uns. Mit kultureller Umrahmung, damals durch die Zollmoder Stubenmusik, durch den Schulchor unter der Leitung von Frau Richter und durch Frau Gute Schädlich, die auf diesem Flügel spielte, nach kurzer Zeit vorher als Dauerleihgabe von der Familie Helmisch Braun zur Verfügung gestellt worden war. Hier fand die Gründungsversammlung statt. Und als es dann ernst wurde, trugen sich viele Bürger als Mitglieder in den neuen Pausaer Heimatverein ein. Die Arbeit konnte beginnen. Doch wo? Und wie? Aber wir ahnten damals wohl nicht, was da auf uns zukam. Aber das ist ja auch manchmal gut so. Sammlung von Sachzeugen und Publikationen,
die seitdem Grundstock unserer jährlich mehrfach stattfindenden thematischen Ausstellungen ist. Das Restaurieren der historischen Straßenlaterne am Neumarkt und der Deambulierungssäule auf dem Sandberg bei Tierbach. Die Finanzierung der Amtsgerichtsbeleuchtung und Errichtung von Informationstafeln, zum Beispiel für das Wanderwegenetz hier am Markt in Pausa. Ebenso wurden solche Tafeln installiert am Ringwall in Lindau und auf dem vorhin schon erwähnten Sandberg. Und schließlich, in diese Reihe passt noch hinein, Einrichtung eines historischen Kabinetts zur Geschichte unserer Stadt und den Räumen des Pausaer Heimatrechts. Unsere publizistischen Aktivitäten konzentrieren sich derzeit auf die Schließung der Lücke in der Ortschronik, welche ab dem Jahr 1906 entstanden ist. Das Konzept besteht hierbei in der Veröffentlichung von Chronikbroschüren in 5 Jahresabschnitten. Diese liegen mittlerweile bis einschließlich des Jahres 1920 vor. Beim aktuell in Bearbeitung befindlichen Zeitraum 1921 bis 1925 stoßen wir erstmals auf Datenschutzvorschriften, die es zu beachten gilt. Das Geschäft der Chronikschreibung ist, wie schon Robert Hiller bemerkte, ein mühsames und undankbares Tun. Es wird weder jetzt noch in Zukunft an Tadlern fehlen, soweit Robert Hiller. In diesem Zusammenhang darf man auch den im Jahr 1956 fehlgeschlagenen Versuch einordnen, die Chronik weiterzuführen. Ich zitiere dazu eine Originalnotiz vom damals beauftragten Oberlehrer Karl Waldmann, die sich im Archiv gefunden hat. Es handelt sich also hier um eine Einladung des Rates des Kreises Zollroda, Abteilung Innere Angelegenheiten. Und dort wurden also zu einer Tagung der Ortschronisten eingeladen nach Zollroda. Und Hauptreferent sollte ein Vertreter des Rates des Bezirkes sein, der über die Führung von Ortschroniken dort sprechen wollte. Hinten drauf hat Herr Waldmann dann das Ergebnis in kurzen Stichworten notiert, und das darf ich hier mal zum Besten geben und vielleicht noch von Randstellen schmunzeln ist erlaubt. Eingeladen waren 44 Ortschaften, anwesend waren 9 Personen. Der Referent aus Gera war nicht erschienen. Im Rathaussaal tagte eine andere Kommission. Wir wurden an die Kreisleitung der SED in Klammern Führer verwiesen. Dort wusste man auch überhaupt von nichts. Durch den Abteilungsleiter Freitag in Klammern Kultur wurden wir in die Küche verwiesen. Dort war es eisig kalt und man wusste dort auch nichts. Auf Vorschlag von Kollegen Schmidt gingen wir dann ins Stadtarchiv, wo wir schließlich unsere Besprechung durchführen konnten. Soweit Frau Waldmann 1956. Mit der Nennung weiterer Veröffentlichungen des Pausaer Heimatvereins möchte ich diesen Abschnitt enden. Wir haben also noch in den vergangenen Jahren verschiedene Broschüren zu speziellen Themen herausgebracht, so zu 675 Jahre Dorf Lindau, dann zum Bad Pausa, zum Bad Lindau und ebenso zur Kirche in Pausa.
größeren öffentlichen Räumen, erinnert sei an den Lichtbildvortrag über eine Reise mit dem Fahrrad durch Marokko oder an den Bericht des Missionärs aus Hausa in Peru. In den monatlichen Vereinsabenden wird regelmäßig zu interessanten Themen gesprochen. Ausflüge in nähere Umgebung, in interessante Städte und zu sehenswerten Bauwerken bietet der Verein in jedem Jahr an. Wo waren wir nicht schon überall? Leipzig, Halle, Meißen, Wittenberg, Bamberg, Hof und in vielen anderen Städten. Die Sperrmauer und das Kraftwerk Saalburg, das Pumpspeicherwerk Magersbach, die Kölnstallbrücke, das sind nur einige Punkte, die wir in diesen 10 Jahren besucht haben. Von Anbeginn an bildeten die Ausstellungen ein Kernstück unserer Arbeit. Zunächst führten wir Weihnachtsausstellungen im Rathaus durch. Doch seit wir das Heimateck zur Verfügung haben, finden jährlich 3 bis 4 Ausstellungen statt. Mit eigenem Sammelgut, mit Leihgaben aus der Bevölkerung und durch die Bereitstellung von Material durch Dritte haben wir immer wieder anderes und hoffentlich auch immer Interessantes gefunden. Auch hier einige Beispiele. Ausstellungen mit dokumentarischem Charakter waren zum Beispiel die über das Bauhaar Handwerk, über Holz, zu Naturschutzfragen, zur Arbeit der Bausauer Schulen, zum Bier, zur Landwirtschaft, künstlerische Themen hatten die Fotoausstellungen, die Ausstellungen mit Gemälden und Keramik sowie die Ausstellungen zu Puppenspielen. Volkskundliche Themen waren vor allem bei den Weihnachtsausstellungen und die Ausstellungen zu Osterbräuchen und zu vogtländischen Trachten vertreten. Schließlich seien noch die Sommerfeste genannt. Bereits 1994 feierten wir rund um den Adam auf dem Waldplatz. Quellenfest in Eckersberg, Mühlenfest in Unterreichenau, Waldfest in Bad Linda, Bierfest, Feste zu anderen Themen aus der Heimat. Und schließlich der Sommermarkt in Eckersberg im vergangenen Jahr. Wir müssen uns hier auf dieses wenige beschränken, es gäbe viel, viel mehr aufzuzählen. Nur 2 Dinge wollen wir noch erwähnen. Das Spektrum der Veranstaltungen, die Eckhardt jetzt bis jetzt genannt hat, war ja schon sehr vielfältig. Aber um das Leben im Verein noch vielfältiger und interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, wurde eines Tages die Idee geboren, einen Stammtisch ins Leben zu rufen. Und 1996 wurde diese Idee in Tat umgesetzt. Wir schmurten anfangs mehr oder weniger im eigenen Saft und nach einem Jahr waren wir eigentlich wieder so weit, dass wir den Stammtisch aufgeben wollten. Aber nach einigen Diskussionen und Hin- und Herberatungen gaben wir nicht auf, sondern wir gestalten den Stammtisch einfach neu. Wir stellten ein Thema in den Mittelpunkt jeder Veranstaltung, luden uns zu diesem Thema kompetente Leute ein, die uns dann Vielfältiges und Interessantes erzählen. Außerdem sprachen wir Nichtmitglieder an, luden sie ein und siehe da, der Stammtisch kam zum Laufen. Und mittlerweile ist er ein fester Bestandteil im Vereinsleben geworden und findet regelmäßig jeden Monat einmal statt. Die Themen, die wir dafür auswählen, behandeln immer Hausa und Umgebung. So diskutierten wir zum Beispiel mit Frau Mehnert die Arbeit eines Paares in der heutigen Zeit. Die Leiterin des Kindergartens, Frau Müller, gab uns Auskunft über die Arbeit und die Gestaltung eines integrativen Kindergartens in Hausa. Herr Langer schilderte uns den schwierigen Weg der Umgestaltung eines sozialistischen Betriebes in eine GmbH und vor allem legte er die Schwierigkeiten und auch die Erfolge dabei verbunden war. Andere Vereine, Gewerbetreibende, Handwerker stellen sich in ihrer Arbeit vor und auch hier wurden eben viele positive und negative Seiten diskutiert. Frau Brückner sprach über die Arbeit eines Reisebüros. Da wir inzwischen über 80 Veranstaltungen durchgeführt haben, möchte ich hiermit mit der Erzählung aufhören, denn sonst wird es ja alleine ein abendfüllendes Programm. Also die Themen waren immer sehr vielfältig und abwechslungsreich. Die Atmosphäre war aufgeschlossen und locker. Es wurde viel diskutiert, aber es wurde auch gescherzt und gelacht. Und
erwähnen möchte ich auch das abschließende Fettbrotessen. Alle, die am Stammtisch schon mal teilgenommen haben, wissen, was das für eine schöne Angelegenheit ist. Teilnehmer und Gäste waren gleichermaßen zufrieden mit dem Ablauf der Stammtische und gingen immer mit neuen Erfahrungen und Erkenntnissen nach Hause. Inzwischen haben sich feste Traditionen herausgebildet. Zu Beginn eines jeden Stammtisches wird ein historischer Gegenstand in eine Schale gelegt, der dann von allen begutachtet wird, über den diskutiert wird, der vorgestellt wird und erklärt wird. Und wir haben damit schon viele interessante und neue Dinge kennengelernt. Zum Beispiel eine über 100 Jahre alte zusammenklappbare Rille. Diese Woche erst ein Gerät, das ich gar nicht so richtig beschreiben kann, das sich aber dann als Mini-Camping-Power herausstellte. Alle Zeitungsartikel, Bücher, überhaupt Zeitdokumente aus vergangenen Zeiten, Münzen, Notgeld und vieles, vieles andere mehr. Eine andere Tradition ist der jährliche Stammtisch mit unserem Bürgermeister. Erst mit dem Altbürgermeister und jetzt mit dem neuen Bürgermeister. Hier sprechen die Bürgermeister, die welchen Bürgermeister jedes Mal über die anstehenden Fragen und Probleme, die unsere Stadt betreffen, wie die Entwicklung weitergeht und auch aufkommende Fragen werden nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Ein Stammtisch im Jahr gilt der eigenen Sache. Hier wird alles analysiert und neue Ideen werden geboren. Der letzte Stammtisch im Jahr dient der Gemütlichkeit. In unserem Malzkeller am Kamin bei Kerzenlicht und Glühwein und Feuerzangenbowle wird es ja ausklingen lassen. Die jüngste Veranstaltungsreihe in unserem Verein ist die Hulz. Die Hulz ist an sich ein Gegenstück zum Stammtisch und wird hauptsächlich von Frauen angenommen, also quasi ein Frauenstammtisch. Wir haben vor 2 Jahren damit begonnen und im Gegensatz zu dem anderen Stammtisch war die Hulz von Anfang an ein voller Erfolg. Es treffen sich durchschnittlich 15 bis 20 Frauen jeden Monat einmal und wir haben bei dieser Veranstaltung immer sehr viel Freude und ich muss sagen, jeder der Teilnehmer freut sich von Monat zu Monat wie alt kurz. Wir sitzen da nicht nur zusammen und erzählen, sondern es wird auch viel gesungen, aus Neigeidebüchern vorgelesen und vor allem gebastelt. Erfreulich ist eigentlich, dass 50% der Teilnehmer nicht Mitglieder sind. Und noch erfreulicher ist, dass wir gerade in letzter Zeit aus diesem Teilnehmerzahl 4 neue Mitglieder gewinnen können. Und das ist doch wirklich als großer Erfolg zu bewerten. Außerdem gibt es immer einen Anlass, um Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen und mit einem Gläschen Sekt anzustoßen. Aber im Vordergrund steht eigentlich das Basteln. Und so haben wir in unserer Hulz schon viel zur Ausgestaltung von Ausstellungen und auch zur Gestaltung unseres Vereinshauses beigetragen. Gerade erinnern möchte ich da bloß an den alternativen Christbaumschmuck aus Holz, aus Papier und aus Stroh oder Dekorationsmaterial für Ostern oder überhaupt Dekorationselemente zur Ausgestaltung von allen möglichen. Die Ideen werden uns sicher nicht ausgehen und wir werden auch in Zukunft freudig und gerne jeden Monat einmal zu uns in der Gemeinde verschenken. Beziehungen zu unseren Partnervereinen sind dabei ein besonders wichtiger Teil.
Dass die neuen Kirchen uns bei der Gründung des Vereins sehr unterstützt haben, habe ich schon erwähnt. Aber seit der Gründung haben wir ständig Kontakt im Siegerland. Gegenseitige Besucher standen auf dem Programm. So waren wir zuletzt beim Backesfest in Neunkirchen und die Neunkirchner waren zu einem zünftigen Abend im Heimatheim. Gastfreundlich wurden sie aufgenommen und wir auch. Der zweite Partnerverein ist der Rudower Heimatverein, heute hier anwesend. Entstanden ist die Partnerschaft aus persönlichen Beziehungen, die schon weit in die Zeit vor der Wende zurückreichen. Rudow, für die, die es nicht wissen, ist ein Ortsteil von Berlin-Neukölln im Süden der Hauptstadt und hat dort jetzt zu, früher zu West-Berlin gehört. Auch hier stehen regelmäßige Besuche auf dem Programm, gemeinsame Exkursionen, wechselseitig organisiert, sind fester Bestandteil der Programme beider Vereine. So waren wir mit den Berlinern unter anderem schon in Wittenberg, in Wurlitzerberg, in Halle, in Leipzig, in Meißen. In diesem Jahr soll es nach Dessau gehen. Und die Treffen sowohl in Berlin als auch in Bausau sind immer ein Höhepunkt mit interessanten Programmen und gemütlichen Abenden. In den letzten Jahren haben wir auch zum Mühldorfer Heimat- und Wanderverein gute Kontakte entwickelt. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Zu unserer Nachbarstadt bietet sich ein solcher Kontakt ja förmlich an. Und so besuchen sich die Vereine seit 2 Jahren einmal im Jahr. Wir wurden bei den Mühldorfern sehr herzlich aufgenommen und wir hoffen, dass die Mühldorfer bei ihrem Besuch im vergangenen Jahr ebenso bei uns empfangen wurden. In diesem Jahr sind nun wir wieder dran, uns nach Mühldorf auf die Socken zu machen. Der Termin liegt schon fest. Aber neben der Gemütlichkeit haben die Treffen, ob mit Neunkirchen, mit Rudo oder Mühldorf, auch immer das voneinander lernen, das Übernehmen von guten Ideen und Erfahrungen zum Ziel. Die Partner profitieren voneinander. Das ist das Beste, was man aus einer solchen Beziehung machen kann.
Einige solcher Dokumente, die zu unserem Fundus gehören, möchte ich erwähnen. Dazu gehören Fotoalben, Fotos, Zeitungen wie der Sächsische Grenzbote, der Vogtländische Anzeiger, der Allgemeine Wegweiser, Filmprogramme, allein den ganzen Tag werden zu blättern, Bücher, Posi-Alben, Versandhauskataloge, Landkarten, handschriftliche Aussagen zur Geschichte der Stadt, ich habe hier mal eins mitgebracht, von vielen. Und zwar ist das eine Materialsammlung, die wir von Herrn Franz Dietz erhalten haben. Interessantes aus Pausas Alter und neuer Zeit. Da ich mich natürlich nicht so gut auskenne, interessieren mich solche Bilder. Beispielsweise die den Beginn des Baus des Landambulatoriums zeigen. Alles, was hier fotografisch und schriftlich festgehalten wurde, ist also sehr, sehr lesenswert. Festlesenswert. Brigadentagebücher aus der Stadt, von der Textilindustrie geprägt. Hier habe ich eins gefunden. Sozialistisch arbeiten, leben und lernen. Brigade Clara Zetkin. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
das Vereinshaus. Heimatvereine haben immer Bedarf an Räumlichkeiten, wie wir eben gehört haben, im Speziellen natürlich für die Unterbringung ihrer Sammlungen. Hier sind wir seit Gründung unseres Vereines in großzügiger Weise von der Stadtverwaltung Pausau unterstützt worden. Anfangs durch die Nutzung der Räume in der ehemaligen Kochschule in der Braukasse, ab 1998 durch die Übergabe des Objektes Neumarkt 3a, dem heutigen Pausauer Heimateck. Dafür möchten wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken. Mit dem Pausauer Heimateck verfügen wir heute über ein Haus, welches der Verwirklichung unserer Ziele bestens gerecht wird. Zudem befindet sich dieses Anwesen auf historischem Boden, gelegen am nördlichen Rand des alten Siedlungskerns Pausaas, zählt es mit Sicherheit zu den ältesten noch erhalten gebliebenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Urkundlich ist belegt eine Bebauung aus dem Jahre 1785. Da es auch von den großen Stadtbränden in den Jahren 1822 und 1861 verschont blieb, kann man von einem Alter von fast 220 Jahren ausgehen. Diese Tatsache verpflichtet, bei der notwendig gewesenen Grundinstandsetzung haben wir uns immer auch davon leiten lassen. Es würde hier zu weit führen, Details dazu darzustellen. Nur so viel. Besten Dank an alle, die uns geholfen haben, den heutigen Zustand des Anwesens so zu haben, wie er ist. Sei es durch die Entwicklung von Ideen, durch praktische, oftmals auch körperlich sehr harte Arbeit, oder auch durch materielle und finanzielle Zuwendungen. Dank aller dieser Initiativen verfügen wir heute über Archiv- und Ausstellungsräume, Vereinszimmer, Küche, Werkstatt und Sanitäranlagen, einen terrassierten Innenhof, ein Brunnenhaus, einen gemütlichen Gewölbekeller samt Kamin und nicht zu vergessen einen von den Frauen des Vereins vorbildlich angelegten und gepflegten Blumengarten. Sie, liebe Gäste, sind im Anschluss an diese Festveranstaltung recht herzlich eingeladen, alles persönlich in Augenschein zu nehmen. Unser Vereinshaus steht für Sie heute Abend weit offen. Dabei handelt es sich nicht nur um Menschen,
Evangelien präsent. Als Frau Wieken bei einem Verwandtschaftsbesuch im Haus arbeitete, war sie so begeistert von dem Programm unseres Vereines, sodass sie spontan Mitglied wurde und uns dadurch auch in Belgien vertritt. Andere Mitglieder leben in Bad Vilbel, Ispringen, Magdeburg, Neunkirchen, Plauen, Schwerin, Wachtberg und Würzsee. Das sind alles ehemalige Pausauer, die ihre Verbundenheit zur Heimat unter anderem mit ihrer Mitgliedschaft im Verein zum Ausdruck bringen. Und die auch sehr gerne bei gelegentlichen Besuchen im Pausauer an den jeweils anfallenden Veranstaltungen teilnehmen. Ganz besonders aktiv ist dabei Frau Ursula Stratschek, geborene Libold, bekannt als Malzgräfin. Der wir für sehr schöne Veranstaltungen in unserem Verein zu verdanken haben. Aber wie im richtigen Leben gab es auch in unserem Verein Licht und Schatten. Mit Bedauern mussten wir den Tod von 5 unserer Mitglieder verzeichnen. Dabei handelt es sich um Frau Else Veit und Herrn Gottfried Bachmann aus Pausau, Herrn Ernst Otto Klees aus Neunkirchen und Frau Gabriele Leiteritz aus Schönhagen. Ganz besonders getroffen hat uns der plötzliche und viel zu frühe Tod unseres Mitgliedes Joachim Valentin. Er hat eine Lücke im Vereinsleben hinterlassen, die wohl kaum zu schließen ist. Ihm und allen anderen Verstorbenen aus unserem Mitte werden wir stets ein ehrendes Gedenken bewahren.